So Leute, grüß euch. Heute geht's in erster Linie um das gute Stück hier. Und zwar ein 18 Volt Akkuschrauber von Metabo. Wie ich vor kurzem schon mal angekündigt habe, haben wir wieder einen neuen Akkuschrauber. Ich werde jetzt noch kurz ein paar Details zu dem Gerät nennen. Und anschließend werden wir einmal ein bisschen vergleichen mit dem guten Stück hier. Brauche ja nicht allzu viel dazu sagen, den kennt ihr ja schon. Ich habe mir da für den jetzt extra noch einen 2 Ampere Akku geholt, da ich da bei dem nur zwei 1,5 Ampere Akkus dabei sind, dass der Vergleich einigermaßen fair abläuft. Okay, dann fangen wir jetzt erstmal an mit den technischen Details. Als allererstes mal zum Lieferumfang. Also ich hab ne gebraucht gekauft. Bei mir waren eben die zwei Akkus dabei mit je 1,5 Amperestunden. Und dann war noch das Schnellladegerät dabei. Das ist echt nicht schlecht. Das lädt die Akkus innerhalb von ca. 15 Minuten bis 20 Minuten auf. Und dabei noch so ein Handwerkerkoffer, der ist recht robust. Ist gut gemacht. Muss nicht immer eine L-Box oder sowas sein. Das tut es auch. So, dann wie gesagt, kommen wir zu den technischen Daten. Das gute Stück, warum er mir auch gefallen hat, besitzt ein Metallbohrfutter, das im Übrigen sehr identisch wirkt mit dem Bosch GSR 18VEC. Ach ja, was ich vielleicht auch noch unbedingt damit dazu sagen sollte, es handelt sich um den Metabo BS18LT. Der ist ausgestattet mit einem Zweiganggetriebe, hat 20 Drehmomentstufen, er hat 60 Newtonmeter Drehmoment und eine Drehzahl von 450 Umdrehungen in der Minute im ersten Gang und im zweiten Gang macht er 1600 Umdrehungen. Ja, wie gesagt, es sind zwei Akkus mit 1,5 Amperestunden dabei. Er hat den Gürtelclip aus Metall, der ist recht robust. Finde ich nicht schlecht. Ich habe noch gebraucht gekauft gehabt, aber noch nicht alt, ist sogar noch Restgarantie drauf. Einen Neupreis hat er gehabt, da ist die Rechnung noch dabei gewesen, von 189 Euro. Muss ich sagen, für so ein Gerät absolut in Ordnung. Ich möchte heute mal ein bisschen vergleichen mit dem Bosch. Warum mit dem Bosch? Erstens, ich habe den schon ein, zwei Videos drüber gemacht. Ihr kennt ihn ja praktisch schon. Und auch vom Bohrfutter her möchte ich einmal schauen, ob jetzt eins davon ein bisschen exakter läuft wie das andere, weil eigentlich ist ja Metabo bekannt für die hervorragenden Bohrfutter und wenn ich ehrlich bin, die schaut mir ziemlich gleich an vom Aufbau. Ganz ein minimaler Größenunterschied, aber dazu später mehr. Im ersten Test möchte ich jetzt einfach einmal in so ein 6er Kantheizel schauen, von der Power her, mit so einem ganz normalen 35 mm Forstner-Bohrer. Ich habe da jetzt den von Wolfcraft, den haben wir erst vor kurzem gekauft. Ich muss sagen, ich bin ganz zufrieden damit. Wahrscheinlich aus dem Grund, weil ich vorher nur so einen totalen Billigschrott gehabt habe. Ich weiß nicht, wenn es mir da mal einen
guten empfehlen könnt, schreibt es vielleicht einfach mal in die Kommentare. Da würde mich interessieren. Sollte natürlich auch nicht allzu teuer sein, sage ich jetzt einmal, da ich einen Forstlaborer gar nicht einmal so oft brauche. Also bisher zumindest habe ich ihn noch nicht so oft gebraucht. Okay. Wir fangen dann mal jetzt einfach einmal mit dem Metabo. Und schauen wir mal, wie gut dass er sich da durchbeißt. Das ist bloß so ein Stück Fichtenholz, also das kann halt so, das ist kein Hartholz. Sollte da normalerweise problemlos durchkommen. Jetzt schauen wir mal. Zu der Bohrfutterspannweite wollte ich auch noch sagen, hat, so wie es für einen gescheiten Akkuschrauber gehört, auch ein 13 mm Bohrfutter. Lass sie recht schön feststellen. Also natürlich Bohrfunktion. Jetzt schauen wir einfach mal, wie er durchkommt. Zweiter Gang. Das war's. Also ich würde sagen, gar nicht mehr schlecht. Für das, dass er den kleinen Akku gehabt hat. Und jetzt vergleichsweise einmal das gleiche nur mit dem Bosch. Der Bosch hat halt einen Vorteil, jetzt bei dieser Disziplin, er dreht ein bisschen schneller als der Metabo. Der dreht mit 1900 und der mit 1600, also 300 Umdrehungen mehr pro Minute. Ebenfalls zweiter Gang und Bohrfunktion. So. Auch mit dem wunderbar, ohne Probleme, beide wirklich sauber geschnitten, kann man sich nicht beschweren. So, jetzt schauen wir mal, eine 8x300er Schraube sollten normalerweise beide ohne Probleme in so ein Fichtenholz eindrehen können. Also beim Bosch weiß ich zumindest, dass er es mit einem 4 Ampere Akku schafft. Und ich denke mal, auch mit einem 2 Ampere Akku sollte das kein Problem sein. Und beim Metabo habe ich es noch nicht ausprobiert. Ohne Schwierigkeiten. So. Das gleiche probieren wir mit dem auch. Durch den großen Teller am Schraubkopf ist am Schluss ziemlich schnell Sense,
Und da macht es halt ganz schnell bemerkbar, wie es da beim Metabosauer einen Arm verdreht. Und der Bosch mit der Kickback Control schaltet halt einfach ab. Aber Metabo auch ohne Anstrengung. Das ist jetzt natürlich der längseine Draht, die Schraube, da geht es von Haus aus leichter, muss man auch dazu sagen. Ich habe aber jetzt nicht irgendwo so ein riesen Stück Holz gerade zur Hand, wo ich das jetzt anders probieren kann. So, jetzt kommen wir zum Test. Ich möchte zum Schauen. Von den Drehmomentstufen her, wie feinfühlig das die sind. Sie haben beide 20 Drehmomentstufen. Fangen wir bei beiden Geräten mit der Stufe 1 an. Natürlich im ersten Gang. Okay. Stufe 2. Stufe 7 braucht man für die erste Schraube zum Versenken. Zweite Schraube brauchen wir Stufe 8. Ups. Stufe 10. Na, der Putt ist nicht mehr der beste, stelle ich gerade fest. Stufe 11. Bisschen was weit noch. Okay. Stufe 13 für die dritte Stufe. Schraube. Fünfzehn. Für die vierte Schraube brauchen wir Stufe 15. Probieren wir mal Stufe 17. 19, 20. Okay. Da bringen wir es schon gar nicht mehr ganz rein. Bleiben wir bei der Stufe 20. Probieren wir es bei denen nochmal mit Schwung. Scheiß Kreuzschlitz. Okay. Dann wechselt man zum Metabo. Stufe 1. Zwei. Bei dem kannst du natürlich weiter ratschen lassen. Ne? Der Bosch hat die elektronische Abschaltung. Stufe 3.
Stufe 4, erste Schraube. Stufe 7 für die zweite. Acht. Das ist jetzt 9. Okay, Stufe 9 für die dritte. Stufe 10 für die vierte. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Jetzt gehen wir gleich einmal 18, eine und die 20. Fast versenkt. Bleiben wir bei 20. Oh Gott, diese scheiß Kreuzschnittschrauben. Okay. Also, ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennen kann. Die vorderen vom Bosch, die ist ein bisschen feinfühliger einzustellen. Die vom Metabo, die reagiert ein bisschen schneller. Kommst aber am Schluss auch weiter rein. Aber allzu große Unterschiede sind nicht. Und jetzt möchte ich mir eigentlich noch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, das Bohrfutter anschauen. So, ich hoffe, das kann man jetzt einigermaßen erkennen. Diese zwei Bohrfutter schauen sich schon sehr ähnlich. Das von Metabo ist ein bisschen länger. Und es ist der Metabo-Schriftzug drauf. Und da ist der Röhm-Schriftzug drauf. Aber sie sind doch sehr ähnlich vom ganzen Aufbau. Nochmal zu der Gerätegröße. Großer Vorteil von der Bosch, sie ist ein ganzes Stück kürzer. So, aber wieder zum Bohrfutter. Wir wollen mir ja den Rundlauf uns einmal anschauen. Mal jetzt mal schauen, welche Einstellung das da am besten ist. Ich habe jetzt da jeweils einen langen Bit eingespannt. Erster Gang. Und lassen uns einfach einmal laufen. Zweiter Gang.
wenn ich ehrlich bin, ich schaue es mal jetzt über ein Kameradisplay an, bin ich der Meinung, dass der Bosch, das ist der hier, ein bisschen ruhiger läuft als der Metabo. Das Seltsame ist, über den Bosch wird immer so viel geschimpft, über das Bohrfutter, dass das Röhrenbohrfutter so viel Spul hat. Und der Metabo wird immer so hoch gelobt. Jetzt ist halt die Frage, wieso ist es dann da jetzt schon fast andersrum? Naja, okay, ihr wisst ja, ich bin ziemlich überzeugt von meinem Bosch. Ich liebe meinen Akkuschrauber. Böse aber wahr. Aber im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, dass das alles zwei wirklich super Geräte sind. Ich werde den Metabo nicht mehr hergeben, weil ich habe brauche sowieso einen öfter mal einen zweiten 18 Volt Akkuschrauber. Ich habe ja im Endeffekt bloß den 10,8 Volt noch dazu, den anderen Bosch. Und bin jetzt eigentlich ganz froh. Ich habe ihn auch schon für ein, zwei Bauprojekte benutzt und war äußerst zufrieden damit. Aber trotzdem, ich würde ihn nicht eintauschen gegen den Bosch. Und es ist natürlich ein kleiner Preisunterschied da. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich da auch mehr dazu gekriegt habe. Also ich habe da zwei 4 Ampere Akkus gehabt und ich habe die L-Box gehabt. Habe zahlt 240, glaube ich. Der hat 990 gekostet, habe aber nur zwei 1,5 Ampere Stunden Akkus dazu und nur einen Handwerkerkoffer. So, zu den Leuchten noch ganz kurz. Wir haben es beide hier unten beim Akku. Leuchten beide eigentlich recht schön aus. Kann man nichts meckern. Und das war's. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, schreibt eure Meinung in die Kommentare, was für Akkuschrauber sagt euch mehr zu, welche Erfahrungen habt ihr gemacht damit und vielleicht schaut es beim nächsten Mal wieder. Darf mich freuen. Servus.